Oh. Es leckt jetzt. Ja. Es leckt. Bei mir nicht. Ja, ein FPS, 6 FPS, Boah, 3 was? FPS, 7, 3, 9. Uiuiui. So, hab's offen. Dann kannst du jetzt schon mal reinschreiben, los, 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 aber bitte noch nicht Enter drücken. Los, 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 los. Gut, ich stelle jetzt auf Tag 5. 21 Uhr. Kannst jetzt hier Enter drücken. So, ich schreibe das nochmal. Ups. Geht weiter. Ich weiß, wo sie sind. Ich weiß, wo sie sind. Oh, guck mal, 3 Stück, 4 Stück. Ja, das ist nochmal die Zombie-Horde. Zombie. No. Genau. Zombie-Horde. Schon wieder? Ja. Oh, nein, 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 was ist? Wir haben uns noch nicht eingeladen. Vicky, Vicky, wo bist du? Da bist du. Ne, es leckt gerade extrem, deswegen. Das ist durch die Stadt. Ich hab genauso, ne? Hinter dir, hinter dir. Lauf. So, da hinten ist noch ein Dicker. Ich weiß, wo sie sind. Die haben sich den Erdschwab geholt. Ja, Und mit der zwei. ist, und der ist vom Händler, der ist vom Händler weggegangen. Also sind sie irgendwo hier in der Nähe. Sind das schon wieder gestorben. Guck mal, links rum um das Haus, da sind noch eins. Ja, ich will hier noch das Vogelnest mitnehmen. Geht sofort los. Hier ist es ganz schön heiß auf einmal. Ich setze mal den Punkt hier bei gut isoliert. Schon ist es weg. Ja, das mache ich auch gleich. Aber ich brauche noch einen Kick. Na dann, hauen um. Ja, wenn ich irgendwann mal Glück. Ne, vergiss. Es ruckelt so arg, entweder ich stehe gleich auf oder. Nee, du stehst, du drehst auf dem Fleck. Ja. So, was machen wir jetzt? Gut isoliert? Also wenn das bei dir so heftig schlägt, kannst du mal bei dir eine Option auf Video mal gehen. Besser? Ja, bis jetzt. Da auf jeden Fall nur Durst. Durst. Oha, und Hunger habe ich auch. Also Xorondo und Synapsenklatscher, die laufen nicht durch die Nacht rum. Das hat er mir vorhin verraten. Ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier. Gehen wir denn rein? Ach, wir gehen mal hier in das Haus rein. Oh, bei mir ruckelt es aber auch ganz schön. Aber mir liegt es daran, weil ich 2K habe. Deswegen ruckelt das. Aber ich will es nicht unbedingt auf Full HD stellen, weil sonst sieht das dann echt scheiße aus. Wolltest du mir gerade eine schlagen? Nein. Hab doch gar nichts gemacht. Eine Schatzkarte. 2 Stück. Vergiss es. Gleich weg damit. Da ist wer. Zombie. Sehr schön. So, ich durchsuche jetzt den Müll erstmal. Ne, ich gehe jetzt mal schnurstracks in die Küche. Ach du Scheiße. 1, 2.
zwei Zombies sind hier. Die kriege ich hin. Ach, das sind drei Zombies. Ich habe einen Vierer Hammer. Oh naja, den Baum haben wir. Genau so, ja. So, der ist kaputt. Brauchst du keinen Vierer Steinhammer? Steinhammer, ach so, ja, den würde ich nehmen. Weil du nur Hammer gesagt hast. Und das da kriegst du auch? Schrotflinten-Messias. Hm. Sehr schön. So. Ah, guck mal hier, ich hab was für dich. Was zum Lesen. Jetzt haben wir zumindest schon mal einen Kochgrill, aber das bringt uns nicht wirklich weit. Also über einen Kochtopf würde ich mich wirklich freuen. So, keiner? Nee, keiner, leider. Was hast denn du jetzt noch an Essen bei dir? Ich hätte noch zwei Dosen Nudeln und zweimal Hühner. Okay, ich habe ja noch zwei Sandwiches dazu. Also ich habe auch vier Dosen insgesamt und noch zweimal Sandwich. Ah, die Sandwich habe ich aufgegeben. Ich noch nicht. Aber ich meine, gut, mir geht es jetzt erstmal gut, was Essen angeht. Ja, mir auch. Ich... Komm. Zombie. Ja, die laufen draußen rum. Laufen wir jetzt komplett durchs Haus oder laufen wir weiter? Ich würde erstmal gleich ins nächste Haus gehen, wegen... Topf. Genau. Sind wir da? Ich bin draußen. Hm. Also am Haus sind drei oder vier? Ja, nee, nehmen wir gleich mal mit. Das Vogel müssen wir mitnehmen. Das Vogel müssen wir mitnehmen. Sehr schön. Und ist da noch ein Zombie? Auf der Straße ist auch noch einer. Na komm, hau zu. Sehr schön. Ach, nehmen wir gleich das Weiße Haus hier. Wo der Banker da ist. Der hat sich das Jagdgewehr gekauft. Ja, das hat er mir auch gesagt. Rechts ist noch ein Zombie. Ja, nehmen wir auch gleich noch mit. Da ist auch noch ein Vogelnest. Oh ja, keine Ausdauer. Ja, deswegen renne nie bis zum Schluss auf den Zombie drauf zu. Ja, so drauf habe ich gar nicht geachtet jetzt. Okay, das ist leer. Ich glaube, das haben wir selber leer gemacht. Das könnte sein. Oh, da gehen wir gleich mal hier in das Haus rein. Okay, oben steht ein Zombie. Zwei. Und drei Boxen. Hinter dir? Ein Zombie runtergefallen? Perfekt. Ah, da kommt noch einer raus. Wenn du reinkommst, machst du bitte die Türe dann hier zu, bitte? Ja, bitte, bitte. Bist du die Boxen draußen nicht mit? Das machen wir dann später.
So, wo ist denn hier die Küche? Ich denke, hier wäre schon jemand gewesen, oder? Okay, ich habe zwei Töpfe. Sehr schön. Wow, und 13. Ich komme. In der Küche. Das ist schon mal gut. Oh, Essen finde ich aber auch jetzt. Oh, sechs. Sechs Töpfe, hä? Huh? Sechs Töpfe, ja. Ach, da hast du schon reingeguckt. So, ich war unten noch nicht fertig. Ich muss meinen Hammer reparieren. Vergiss auf deinen Prügel, Peter, darauf zu achten, dass der ganz ist. Mhm. So, achtmal Wasser. Oh, eine Hose. Hast du schon eine Hose an? Ich glaube ja. Ich hätte für dich noch eine Hose. Und was zum Lesen. Airdrop. So, ich muss mir den mal markieren. Der ist dort hinten. Drop. Wegpunkt speichern. Drop. So, ich habe mir mal bitte Airdrops markiert. Bin hochgegangen. Okay. Es ist gut möglich, dass wir gar nicht mehr kochen müssen. Ja. Boah, hier unten stehen 4 Zombies. Ist das euer Ernst? Ich habe alles unter Kontrolle. Danke. So, hier hinten war noch ordentlich Loot. Ja, generell in dem Haus ist sehr viel Loot. Ja. Ich habe 2 Messbechers. Ich habe eine bessere Donnerbüchse für dich. Oh, ein Hammer mit Level 4. Nehme ich dann. Vicky? Mhm. Die ist für dich. Wow. Kann ich ja die andere eigentlich zerlegen, oder? Nee, ich würde beide behalten. Weil wir haben noch keinen Schraubenschlüssel, um Rohre zu bekommen. Aber ich habe doch 2 Rohre. Du hast noch 2 Rohre. Aha, okay. Ich würde es trotzdem behalten. Ich habe auch meine 2 Donnerbüchsen noch. Ich habe jetzt insgesamt 4 Donnerbüchsen. Oh, ich habe Munition für dich. Schau mal. Wie das oh, ist ja schön. Und? Wie viel Donnerbüchsen-Munition hast denn du? 47 und Magazinvergrößerung. Oh, sehr schön. Ich gebe dir mal das. Und das. So, dann müsstest du jetzt auch bei 100 irgendwas sein, ne? Ja, ja, 100. So, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Das nicht. Das nicht, das nicht. Magazinvergrößerung, ja, das. Achso, hier, ich wollte dir noch die Hose geben. Mhm. Da brennt einer. Hast du das gehört? Da war ein Zombie gerade im Brand.
Das ist eigentlich nur, wenn man jemanden anzündet. Ah, hier, da steckt er im Feuer fest, der Typ. So, ich war ja oben, da sind auch noch... Ach so, warte, ich habe noch was zu lesen für dich. Ja. Ach richtig, ich habe für dich auch noch was zu lesen. Ich warte erstmal auf dich. Ja, ich hab's gerade gesagt. Poplandschmiede und du kriegst von mir das und das. So, das brauchen wir ja nicht mehr. Nein, nicht kaputt machen, du Affe. Gut, das nächste Set, das hau ich jetzt auch mal weg. Das Knochenmesser. Hast du Knochenmesser Stufe 3 schon? Stufe 2. Gut, dann gebe ich dir mal das. Holzknüppel, hast du welche Stufe? 4. Gut, dann kann ich den klein machen. Klebeband, ja, das hebe ich mal auf wegen einer Schiene. Man kann ja nicht wissen. Hier, das ist noch für dich. Die Schrotflintenmunition. So, gleich noch abbringen. Das ist noch geladen, das ist noch geladen. Du mal die eine Donnerpixel nachladen von dir. Ja, hab ich. Hast du schon. Alles gut. Oben hast du gesagt, warst du noch nicht? Nur zur Hälfte. Also ich habe gerade mal eine Türe gemacht. Ich würde schon sagen, wer ist drin? Also hier rechts war ich drin. Ja, ich hab's gesehen. Ja, und dann bin ich runter zu dir gerannt. Ach, willst du eigentlich Schießpulver? Das wäre gut. Ich habe 111 Schießpulver. Kann ich wieder Donnerpixel machen. Die habe ich auch noch. So, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das, das. Kochgrill brauchen wir auch nicht, du hast ja Kochtöpfe, das reicht ja. Ja, 6 Stück. Ja. Ich habe jetzt 46 Eier und 118 mal Fleisch. Gut, das Wasser brauche ich ja eigentlich gar nicht mehr mitnehmen. Ich habe 16 mal klares Wasser. Ja. Quatsch, das mitzunehmen. So, ich gehe schon mal hoch. So, beide Airdrops sind noch markiert. Die sind auch noch alle beide da. Ich sehe den Vogel. Ich sehe aber die noch nicht. Die haben sich bestimmt irgendwo verkrümelt. Meinst du? Natürlich. Ich denke mal, Xoronto ist kein Haut drauf Mensch, sondern eher mehr so ein zurückhaltender Mensch. Bleib nicht hängen. Achso, ich hab Hunger, sagt er hier. Ich hab so viel Essen gefunden, das ist nicht mehr normal. Ich hab auch viel Essen gefunden. Hier ist noch ein Vogel. So, Vögel sind auch kaputt. Jetzt erstmal eine Schmerzpille. Ich habe noch eine Donnerbücke. Welche Stufe? 2.
Ah, oh, ja, na, die kannst du ja nur mit Englisch kaputt. Na gut, wie hoch ist denn die, der Schaden von der Donnerbüchse? Also hier, der Balken. Fast tot. Oh, kannst du da kaputt machen. Wegschmeißen. Oder sowas. So, ich kann dir noch ein paar Steinpfeile machen. Ja, dann haben wir über 200 Pfeile. Ich habe 305 Pfeile. Mhm. Ach, das reicht für einen Blutmund. Aber irgendwo ist hier noch jemand. Jetzt bin ich durstig. Ja, Hunger habe ich auch. Jetzt weiß ich, was ich machen wollte. Trinken. Ich bin noch hier oben, ja. Ich hab... Oh, das Buch, ist... Ich mach mich erstmal satt essen. Da ein Buch. Sehr schön. Schießpulver. Sehr schön. Munition für dich. Sehr schön. Damit habe ich jetzt 135 Schuss mit dem Jagdgewehr. Hm. Wegschmeißen. Klebeband und so schmeiße ich jetzt auch weg, weil ich leicht. Naja, ich behalte mein Klebeband noch ein bisschen. Falls ich doch irgendwo blöd abstürze. Ja, gut, ich habe aber 4 Schienen. 2 Schienen könnte ich dir geben. Ach so, na, da kann ich mein Klebeband auch wegwerfen. Genau. Hör mal, dann gebe ich dir 2 Schienen hier. Danke sehr. Genau. So, da geh mal. Hm? Genau. Was? Geh mal. Ja, ich gehe ja schon. Ich hau ja schon ab. Wisst mich ja nicht mehr. So, dort hinten war ja der Airdrop. Sind die jetzt beide weg? Ne, die sind noch da. Ich glaube mal, die trauen sich nicht mehr. Ja, denke ich auch. Aber hier drin ist noch irgendwo ein Zombie. Irgendwo. Ach ja, hier oben war ja auch noch eine Kiste. Oh, da waren noch 3 Kisten. Ja, eine Kiste habe ich. Shotgun ist hier. Oh, na toll, was ist. Möchte ich hier hängen. Wo ist denn jetzt die Kiste? Hä? Ja, eine 2er Schaufel und Scheiß. Was ist denn hier los? Was ist doch hier? Ah, die habe ich schon. Ach so, na toll. Weißt du, ich mache hier so eine große... Na, hier ist noch eine Kiste. Ja, sag ich doch, da waren 3. Na, insgesamt 4, nur auf dem Regal war ja auch noch eine. Die habe ich aber schon gelootet. Na toll. Munition und nichts Besonderes. So. 1, 2. Ah, hier ist noch ein Werkzeugkasten. Sinnlos, braucht man nicht. Da ist noch... Ach, Zombie. Zombie, hier sind wir. Hier ist noch irgendwo einer. Ah, hier kommt man am schnellsten hoch. Doch, wir werden das Mehlgebäude dann verwenden für den Blutmond. Hm. Ganz oben. Ja, da gehen wir uns aber trotzdem noch ein bisschen rum. Ich frage mich trotzdem, wo die sind. So, beide Airdrops sind noch da? Ja. Hm. Wo zum Geier stecken die? Hier habe ich einen Xoranto getötet. Der eine Airdrop war hier. Das heißt, die müssten irgendwo hier unten sein. Ich tue das mal hier markieren. Mit 3 Fragezeichen. Und ich tue das mal mit dir teilen.
So, das Postgebäude muss ich mir noch merken. Das ist... Hä? Teilst du es? Ich habe das mit dir geteilt, ja. Ach, jetzt hier. Wo ist denn jetzt das Postgebäude? Da ist ein Vogel hinter dir. Oben, in der Luft. Na, den Piepmatz, den krieg ich nicht. Ach, das bist du. Ich dachte gerade, wer läuft denn da jetzt? Nee, das bin ich. Ich wegen dem Piepmatz hier. Ey, mit dem Fernrohr kannst du nie zielen. Ein Hühnchen. Ich krieg das Linie. Ach, das wird dann schon irgendwann runtergehen. Komm. Ja, ich habe natürlich das Postgebäude aus den Augen verloren. Natürlich ein bisschen doof. Das muss aber hier irgendwo gewesen sein. Wisst ihr, wo hier Mehl drauf stand? Wisst ihr, wo wir die selbst geknackt haben? Ich finde das nicht mehr. Warte mal, wo sind wir denn? Wir waren doch in dem Waisenhaus gerade. Da habe ich es doch noch gesehen. Ja, aber schau mal, wir sind ja hier von den Harrys gekommen. Von der Tankstelle. Da? Da ist es doch. Das ist ja furchtbar. Ich muss mir das auf der Karte markieren. Mit einem Fähnchen. Das ist das ja. Wir könnten auch die Kirsche nehmen. Ja, das entscheidet man dann. So, ich habe jetzt noch Lust, ein paar Zombies kaputt zu hauen. Aber vorher muss ich mich mal verstecken. Es ist nämlich schon wieder soweit. Ich bin aber stolz auf dich, Biki. Du bist noch nicht gestorben neben mir. Ja, cool, oder? Hehe. Das wenigstens immer so wäre. So, liebe Zuschauer, ich tue mich an der Stelle verabschieden. Danke fürs Zusehen. Du musst mal wenigstens aufhören, damit es wenigstens Spaß macht. So. Ist zwar Quatsch, weil hier ist eine Türe. Ja. Macht nichts. So. Kann man die da... nee, die kann man nicht regeln. Gut, na dann, liebe Zuschauer, danke fürs Zusehen. Liken, abonnieren, würde ich mich freuen. Kommentieren würde ich mich auch vielleicht eventuell freuen. Und dann sehen wir uns bis zur nächsten Folge wieder mit Vikami. Ciao, ciao. Tschüssi.